Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongus Jakob von den Frakta und ich bin in Fallen London. Das habe ich erst die Tage entdeckt für mich und habe jetzt auch erst angefangen. Man sieht, ich habe auch erst 20 Actions hinter mir und habe meinen Charakter hier entsprechend geskillt, wenn man das so ausdrücken will. So, Fallen London ist ein Text-Adventure, browserbasiertes. Und ich finde das ziemlich cool. Vor allem, wenn man sich überlegt, Text-Adventures, damit fing das ja alles mal an. Ja, die ganzen Computerspiele, zumindestens, ja, es gibt noch Pong, ja, so diese grafischen Spielereien aus den 80ern. Pong, von wann ist man? Und doch müsste das 80ern sein. Viel früher gedacht. Nee, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Text Adventures haben auch in den frühen 80ern angefangen. Ende der 80er geht es mit denen kommerziell zumindest ziemlich bergab, weil dann kommen irgendwie Grafik Adventures. Aber ganz lange dominieren die, weil es gibt ja im Prinzip nichts anderes. Und zum Beispiel die Zork-Reihe ist ja ganz wichtig. Die waren damals ganz legendär. Von denen habe sogar ich noch was gehört, obwohl ich schon im Prinzip ja späte 80er jetzt angefangen habe zu zocken und dann eigentlich direkt mit Grafik-Adventures eingestiegen bin. Ich habe noch damals ein oder zwei Text-Adventures gespielt. Ich muss mal gucken, dass ich mal welche finde. Von damals irgendwie zum... Also theoretisch dürfte das zum Laufen bringen, dürfte eigentlich nicht so das Problem sein. Naja, mal gucken, weiß ich nicht genau. So, und das hier ist tatsächlich auch wieder ein Text-Adventure. Und ist eigentlich ziemlich abgefahren. Das Grundprinzip ist ja immer das gleiche bei einem Text-Adventure. Das gibt es ja auch noch im Pen-and-Paper-Bereich, so als Singleplayer-Mission. Davon habe ich auch ein paar Hefte rumliegen hier von das Schwarze Auge. Das Grundprinzip ist eigentlich so, stellt euch eigentlich die primitivste aller Möglichkeiten ist der Situationssatz. Stell dir vor, du stehst an der Kreuzung und diese Kreuzung hat vier Straßen. Eine geht nach Norden, eine nach Süden, eine nach Westen, eine nach Osten. So, wohin willst du gehen? Norden, Süden, Osten, Westen. Und dann kannst du jetzt unten eine der vier Möglichkeiten anklicken und dann geht's im nächsten Bildschirm. Stell dir vor, du bist nach Westen gegangen. Jetzt stehst du dann auf einem großen Platz und dann wird wieder irgendeine Situation beschrieben und gibt es eine Auswahlmöglichkeit. Das ist eigentlich immer das Grundprinzip. Und da gab es natürlich auch immer Sackgassen, wo man wieder quasi zurück musste oder man starb. Oder man hangelte sich so da durch. Und das hier ist im Prinzip immer noch das gleiche Prinzip. Spielt in so einem Art Steampunk-Szenario London. Das ist nicht das reale London. Und am Anfang sitzt man im Gefängnis, man entkommt eben. So, und jetzt bin ich eben gerade hier rausgekommen. Ich habe hier gerade so die Stäbe da irgendwie frei gemacht. Ich glaube, ich hatte ein Werkzeug geklaut. So, und jetzt ist halt die Frage, ich bin jetzt frei. Und damit ist die Einführungssektion des Spiels beendet. Und jetzt kann ich Fallen London erkunden. So, jetzt kann ich zum Beispiel auf den Bazaar gehen. Loading. So, weil ich stehe im Prinzip noch vor dem Gefängnis. Kann ich überlegen, wohin ich will. Watchmaker's Hill, so, Spite, Foilgarten oder Lady Bones Road. Ich gehe mal zu Watchmaker's Hill, weil der Most Feared Gentleman hört sich doch cool an. So, jetzt ist hier oben die Erklärung, also die Beschreibung, ja, Watch Maker's Hill, ja, ach Käse, ich habe 20 Aktionen frei, ich habe nicht 20 schon gemacht, sondern ich habe 20 Aktionen frei und dann, ich habe es noch nicht ganz durchblickt, das Spiel, das merkt ihr, aber das ist ja nicht so schlimm, ich nehme euch ja quasi bei sowas immer mit, jetzt mal kurz, ich muss selber mal kurz erstmal lesen. Ja, also, ihr merkt, das Spiel ist halt auf Englisch, ja?
Jo. Okay. Okay. Okay, jetzt kann ich auf den Basar. Ich habe nicht einen Diamant in meinen Schuh gefunden, den ich da versteckt hatte. So, der hat ein bisschen was gebracht. Okay. Okay. Ach cool, Derringer. Also wie ihr seht, hier kann ich jetzt auch Zeug kaufen. Das ist aber ziemlich teuer eigentlich fast alles. Und da gibt es verschiedene quasi Geschäfte auf dem Bazar, also in Anführungszeichen Geschäfte. Und da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Ich habe allerdings noch keine Ahnung von irgendwas davon. Es wäre aber vielleicht nicht verkehrt, wenn ich mir tatsächlich irgendeine Waffe besorge. Ja, besser als nichts. Okay. Ja gut, viel Geld habe ich eh nicht. Dann gehen wir mal zur Story zurück. Okay. Ja, okay. Also genau, also meine Qualitäten, das sind die hier, die quasi öffnen mir Stories. Ja, ein anderer Ausdruck eben für Quest quasi oder Fortschritt meiner Entwicklung. Da kann ich da beginnen, mehr machen. Ja, das hier ist eben immer die Opportunity, also die Opportunity. Ja. Also ich, das jetzt wirklich erklärt, nee. Also, ja, eine Gelegenheitskarte und dann bieten sich mir eben Gelegenheiten. Ein Opportunist, ja, das ist einer, der Gelegenheiten nutzt. Oh. Return das. Okay. Okay.
Okay, so. Okay, ich habe allen achten. Okay. Ich helfe mal dem Constable. Ah, ist noch verschlossen. Also. Okay. Und dann habe ich jetzt. Also, es ist mal super geil geschrieben. Jetzt, wo ich die, also Let's Play ist das natürlich ein bisschen schlecht, weil ich halt unheimlich viel natürlich lesen muss. Ja, und dann erstmal verstehen muss, worum es geht. Und das ist irgendwie spannend, weil halt das auch echt gut geschrieben ist. Und es ist vor allem auch in einem sehr guten Englisch geschrieben. Das ist nicht irgendwie so Kolonisten-Englisch, ja, wie man es in den USA spricht, sondern das ist halt wirklich gutes Englisch. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Zeiten, wie ich damals eben angefangen habe, mit Adventures ein Rollenspiel zu spielen. Die waren logischerweise alle auf Englisch. Da, Lokalisation, das war ein feuchter Traum. Es fand nicht statt. Es gab halt nur Spiele auf Englisch. Und die waren natürlich unglaublich voll mit Text. Weil eigentlich im Prinzip alle Leute, die Rollenspiele gemacht haben, Adventures, kamen aus der Text-Adventure-Ecke. Und haben sich natürlich gefreut, dass sie jetzt noch Grafik hatten. Dann änderte sich aber nichts an diesen Leuten. Deshalb haben die Unmengen an Text geschrieben. Und das Coole an der Sache war halt wirklich, man konnte es nicht anders erspielen, als wenn man den ganzen Krempel gelesen hat. Und dadurch verbesserte sich natürlich unheimlich das Verständnis, Textverständnis generell und auch die sprachlichen Fähigkeiten und einfach der Wortschatz im Englischen. Das hat ja damals mein Englischlehrer verrückt gemacht, was für ein Wortschatz ich hatte. Allerdings bei einer etwas seltsamen Grammatik ihr Verständnis. Und teilweise etwas sehr blutrünstiges Vokabular. Und an die Zeit fühle ich mich gerade eben irgendwie erinnert. Und das ist irgendwie ein total cooles Gefühl. Gefällt mir. Ja, ich glaube, als Let's Play ist es natürlich ein bisschen langweilig. Auf der anderen Seite, mir geht es ja nicht nur darum, quasi klassisch Let's Play zu machen. Wie halt diese Profi-Let's Player. Ich möchte ja in erster Linie euch Spiele zeigen, die ich gut finde, oder generell Spiele zeigen, die ich auch habe. Ja, ich bin ja hier nicht ohne Makel, ja. Also meine Regale ja, wiegen sich nicht nur unter der Last von guten Spielen, ich habe mir auch unheimlich viel Scheiß gekauft. Also wusste man halt früher aber auch nicht wirklich. Früher gab es ja nicht so viele Spielezeitschriften, es gab vor allem auch nicht so ein Internet mit Unmengen, nicht unmöglichen, ja, teilweise unmöglichen, aber Unmengen an Reviews und Tests und bla bla und Foren. Man ging in den Laden, dann sah man das Cover, hat unten hinten den Text gelesen, oh, das wird schon ein geiles Spiel, dann kaufe ich jetzt mal. Und dann daheim hat man gemerkt, oh Kacke, was habe ich denn da gekauft? Das ist ja unter aller Kanone. Und ich habe eben wirklich regaleweise Games hier stehen. Und ich möchte euch das zeigen. Also natürlich werde ich vermehrt euch Spiele zeigen, die ich selber auch cool fand. Aber ab und zu werde ich euch auch Spiele zeigen, wo ich selbst gedacht habe, so, oh, nie. Eins habe ich ja schon gezeigt, nämlich Populous 2. Ich stehe da immer noch dazu. Populous 2 war nie mein Ding. Ist ein nettes Spiel, ja. Aber ich kann halt mit diesen Göttersimulationen nichts anfangen. Und ich habe schon damals lieber Spiele gespielt wie Civilization 1, da konnte ich halt einfach mehr machen. Selbst in Populous, das war mal so langweilig. Schön gemacht, toller Humor, trotzdem für mich so langweilig. So, stehe ich dazu. Habe ich euch trotzdem mal schon gezeigt. Und jetzt wollte ich euch halt Fallen Landen zeigen. Ich spiele jetzt noch so ein bisschen weiter, wobei ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ja, Monty wird klüger. Hat sich eine Uhr gestellt. Und er hat sich mehr oder weniger auch gemerkt, wann es losging. So, also ich weiß jetzt, also wir sind gleich bei 15 Minuten. Warte mal. Was will er jetzt? Was? Okay.
So. Okay. 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 Das mache ich später. So. Das ist jetzt erstmal wichtig. Ich brauche einen Platz zum Leben. So, cool. Also ich kann mir jetzt irgendeine hübsche Frau, muss aber nicht hübsch sein, irgendeine Frau anlabern, bei der ich dann wenigstens ein bisschen leben kann. Okay. Ja, da bin ich mir nicht wirklich gut drin. Ich muss, sollte vielleicht wirklich zu den Dings reisen, nach Whale Garden und das ein bisschen trainieren quasi. Okay. Ja, ich gehe mal zurück und ich gehe tatsächlich mal Dings in das Viertel, wo die Bordelle stehen und die Kneipen und cool. Also ich hoffe einfach mal, dass sie auch halbwegs gescheit Englisch können, sonst ist das nämlich also gut, wäre der Spieler für euch nichts, aber in dem Fall wäre halt noch extrem langweilig, weil es ist ein bisschen witzlos, wenn ich die ganze Zeit die Texte vorlese. Weil wenn ihr nicht gut in Englisch seid, rafft es ja eh nicht. Okay, also ich finde das Spiel richtig geil, deshalb wollte ich euch das auch zeigen. Und dann mache ich hier aber auch das Cut. Und ich weiß nicht, als Let's Play, wie gesagt, finde ich es etwas seltsam. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen da mal, ja, vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch so, oh, das sieht echt cool aus, ja. Und will da jetzt auch anfangen mit und dann ist das ja auch schon gut. Ja, dann hat das ein Factor Games Archiv ja schon mir was Gutes getan. Und dann mache ich jetzt quasi hier Schluss und gehe in ein anderes Spiel weiter, beziehungsweise ich spiele hier vielleicht noch ein bisschen ohne euch weiter und dann gehe ich in ein anderes Spiel und dann sehen wir uns dort dann quasi im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.